Ich werde heute ein bisschen was über dynamischen Speicher erzählen, wie man damit umgeht, warum die Art und Weise, wie das defaultmäßig in C++ gemacht ist, vielleicht für manche Anwendungsfälle nicht passt und was man da dagegen machen kann. Das hier bin ich im Internet und in der realen Welt. Wie der Andreas schon kurz erwähnt hat, bin ich einer der Organisatoren von der Münchner C++ User Group. Also falls mal jemand sich nach München verirrt und ein bisschen was über C++ lernen will, schaut gerne bei uns vorbei. Auch wenn ihr mal einen Vortrag halten wollt, sind wir immer sehr dankbar. Ich arbeite im Moment bei BMW als Softwarearchitekt. Und Automotive-Umfeld, das ist ja auch manchmal ja ein bisschen schwierig, wenn es dann in die Richtung echtzeitfähige Systeme geht, sicherheitskritische Systeme. Da sind dann durchaus ein paar von den Sachen, über die ich heute sprechen werde, relevant. Kurz zum Ablauf, falls ihr irgendwie zwischendrin irgendwie Fragen habt, irgendwie glaubt, ich habe hier Blödsinn auf den Slides oder so, einfach dazwischen grätschen. Wir können das gern interaktiv gestalten, wenn ihr mögt. Genau, was ist der Ablauf für heute? Ich werde zum Anfang ein bisschen was erzählen über die Probleme, die man so mit dem klassischen New Delete oder Malloc Free hat. Dann werde ich Local Allocators als eine Lösung motivieren, um ein paar von den Problemen in den Griff zu kriegen. Dann werden wir den Großteil der Zeit damit verbringen, uns ein paar Allocation-Strategien anzuschauen, also Strategien, um einen Allocator zu implementieren. Und dann zum Schluss schauen wir uns nochmal an, wie im Moment der Allocator-Support in C++ in der Sprache und in der Bibliothek aussieht. Das hier ist unser kleiner Modellspeicher für heute. Könnt euch vorstellen, dass jede von diesen Zellen repräsentiert ein Byte, und wir wollen das jetzt eben dynamisch verwalten. Was heißt das in der Praxis? Naja, der Benutzer wird irgendwann hergehen und sagen, allokier mir bitte 3 Bytes an Speicher, dann wollen wir diesen Block freihalten und geben den Pointer zurück auf den Speicher. Dann der Nutzer kann dann noch mehr Speicher anfordern und kriegt jedes Mal einen Pointer zurück. Und wir sorgen dafür, dass sich die Speicherbereiche nicht überlappen. Soweit so gut. Das ist aber nur die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist natürlich, will der Benutzer den Speicher auch irgendwann wieder freigeben. Dann ruft er diese Deallocate-Funktion auf, gibt den Pointer, den er vorher von der Allocate-Funktion zurückgekriegt hat, als Argument an. Und dann geben wir den Speicher wieder frei. Die Zellen sind wieder weiß. Das heißt, wenn jetzt ein nachfolgender Allocate-Call kommt, dann können diese Speicherzellen wiederverwendet werden und wir können da andere Daten reinschreiben. Jetzt sehen wir hier schon das erste Problem. Und zwar das Problem ist, der Benutzer hätte gerne 4 Bytes, aber wir haben keine 4 Bytes, weil wir halt keinen zusammenhängenden Block haben, der 4 Bytes groß ist. Wenn wir aber zählen, wie viel freien Speicher wir haben, dann haben wir 5 Bytes freien Speicher. Wir können aber trotzdem diese Allokationsanforderung für 4 Bytes nicht erfüllen. Das heißt, das reicht nicht, dass wir einfach zählen, wie viele Bytes im Speicher sind frei, sind nicht belegt, sondern das kommt halt eben auch darauf an, wie sind die verteilt. Also in dem Fall hier kämen Laufzeitfehler zurück, wir können die Allokation nicht ausführen. Das Problem haben sicherlich die meisten von euch schon mal gesehen, das ist Fragmentierung. Das heißt, dadurch, dass da diese Blöcke in der Mitte sind, ist jetzt unser freier Speicher fragmentiert in 2 Blöcke. Und dadurch, dass die beide zu klein sind, können wir die Allokationsanforderung hier nicht erfüllen. Okay, also offensichtlich, wir haben nicht genug Speicher, wir müssen noch was freigeben, bevor das funktioniert. Also geben wir erstmal P4 frei, so, das funktioniert soweit. Ja, wir haben immer noch keinen Block, der 4 Bytes am Stück hat, also müssen wir noch was freigeben. Geben wir auch noch P3 frei. Und jetzt passiert was Interessantes. Nämlich, wenn wir uns vorstellen, was muss die Allocator-Implementierung hier intern machen,
dann sehen wir, also was wir eigentlich wollen, ist, dass das Bild am Ende so aussieht, dass wir eben diesen einen großen Block mit freiem Speicher in der Mitte haben. Aber der Zustand, den der Allocator intern hat, ist, dass der fängt an mit eben diesem 2-Byte großen Block links und dem 3-Byte großen Block rechts. Und jetzt haben wir das Ding in der Mitte freigegeben. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie sieht der Zustand vom Allocator intern aus, wenn er sich jetzt merkt, wo ist überall der freie Speicher, dann sind es vorher eben 2 Blöcke, die er sich merken muss. Und jetzt dadurch, dass wir den in der Mitte freigegeben haben, muss er das eben verschmelzen zu einem großen Block. Und diese Eigenschaft von dem Allocator, wenn er das kann, dann nennt man ihn Coalescing. Also das ist ein Allocator, der eben diese Verschmelzung von freien Speicherblöcken machen kann. Und das ist relativ aufwendig zur Laufzeit. Weil man muss sich halt jetzt vorstellen, jedes Mal, wenn irgendwo Speicher freigegeben wird, muss der Allocator durch seine Datenstrukturen durchlaufen, muss gucken, gibt es da irgendwelche benachbarten Blöcke, mit denen ich das jetzt verschmelzen kann, und muss dann entsprechend bei Bedarf seine internen Datenstrukturen umstellen. Und das ist jetzt nicht furchtbar teuer, aber wenn man sich jetzt vorstellt, zum Beispiel, man hat ein Echtzeitsystem, wo man genau wissen muss, wie teuer ist zur Laufzeit jede einzelne Operation, dann ist das was man sich angucken muss und was unter Umständen recht kompliziert werden kann. Genau, also nochmal zusammengefasst, was sind hier so die großen Probleme, in die man reinlaufen könnte? Wir haben gesehen, irgendwie diese Frage zu beantworten, was ist überhaupt der maximale Speicherbedarf? Das ist gar nicht so einfach, weil wenn der Speicher stark fragmentiert ist, dann kann es sein, dass ich sehr viel mehr Speicher brauchen würde, als ich vielleicht erwarten würde, wenn ich einfach nur die einzelnen Größen für die Allocate Calls aufaddiere. Das heißt, das Verhalten ist da komplexer und ist schwieriger zu analysieren. Genauso die Ausführungszeit, die Worst Case Execution Time, hängt ebenfalls davon ab, wie genau das da zur Laufzeit abläuft. Wenn da irgendwelche Coalescing-Operationen stattfinden müssen, wenn da durch irgendwelche Datenstrukturen durchiteriert werden muss, dann kann es ganz schön schwierig werden, herauszufinden, wie lange das genau braucht. Der zweite Punkt hier verstärkt die zwei Probleme eigentlich noch, und zwar ist das Problem, dass, wenn wir uns den Allocator angucken, das ist Shared Global State. Wir haben einen Allocator für den gesamten Prozess und sämtliche Speicheranforderungen landen in diesem gleichen Allocator und manipulieren den gleichen globalen Zustand. Das heißt, wenn ich jetzt diese Fragen nach dem Laufzeitverhalten beantworten will, dann muss ich eigentlich verstehen, wie sieht der interne Zustand von meinem Allocator aus. Und um das zu verstehen, muss ich eigentlich alles verstehen, was diesen Allocator anfasst. Und das ist in den meisten Fällen das komplette Programm. Und das macht es halt extrem schwierig, hier irgendwie das auseinanderzudröseln, was da wirklich passiert. Das zweite Problem mit dem Shared Global State ist ein Performance-Problem. Insbesondere wenn man jetzt denkt, zum Beispiel, man hat eine Anwendung, die hochgradig multithreaded ist. Und diese ganzen Threads müssen jetzt alle Speicher allokieren von dem gleichen Allocator. Typischerweise sind diese Allocator-Implementierungen so komplex, dass man die nur synchronisieren kann über einen Mutex. Das heißt, wenn ich jetzt hunderte von Threads habe und die alle stark Speicher allokieren und deallokieren müssen, dann bin ich sehr schnell an einem Punkt, wo mein Allocator wirklich zum Bottleneck wird und das komplette Programm anfängt zu serialisieren. Das heißt, in so Fällen passiert mir das sehr schnell, dass ich wirklich auch einen Performance-Bottleneck bekomme. Aber die Bottomline hier ist ganz klar, das ist nicht ein reines Performance-Problem. Also die C++-Leute reden ja immer sehr gerne über Performance und das ist immer so der große Motivator, um alles Mögliche zu rechtfertigen. Das ist bei den Allocatern auch nicht anders, aber das ist kein reines Performance-Problem. Also gerade wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel sage, ich habe irgendwelche Echtzeitgarantien und muss einfach da das Laufzeitverhalten sehr genau verstehen und kontrollieren können, dann komme ich da auch schon in Probleme. Also selbst wenn ich sage, im Prinzip habe ich genug Performance, aber ich muss halt sicherstellen können, dass irgendwie diese Operation innerhalb von einer gewissen Deadline abläuft, das wird schon schwierig.
Was können wir jetzt machen, um das in den Griff zu kriegen? Fangen wir vielleicht mit dem zweiten Problem an, mit dem Shared Global State. Im Prinzip, was machen wir, wenn wir globalen Zustand haben? Ja? Das ist, im Prinzip ist das das gleiche Problem, wie wenn wir eine globale Variable im Programm haben, wo alles irgendwie sich kabbelt und wir das nicht mehr überblicken können. Und wir haben das alle schon mal gemacht. Wie refactort man das? Naja, man macht aus der globalen Variable eine lokale Variable und partitioniert es darüber. Im Fall von dem Allocator heißt es, anstatt dass ich den Speicher einfach so aus der Luft greife, habe ich ein Allocator-Objekt und der Speicher, der jetzt angefordert wird, der kommt von diesem Allocator-Objekt und das muss dann auch wieder freigeben. Dann muss ich, klar, das Allocator-Objekt überall mit reingeben, wo ich halt Speicher anfordern will. Aber ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich das jetzt entsprechend partitionieren kann. Ich kann mehrere von den Objekten haben und eben genau das gleiche wie bei lokalen Variablen. Ich kann dann meine Concerns entsprechend aufsplitten und separat halten. Und das ist im Prinzip auch die Lösung hier. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das trivial ist, das zu machen. Das ist es ganz sicher nicht. Aber es ist im Prinzip ein Problem, womit wir alle so mehr oder weniger vertraut sein müssten, weil es wirklich dieses Analogon ist zu einer globalen Variable. Und genauso löst man es auch. Es gab einen Talk von John Lakos dieses Jahr über Allocator-Aware Software. Da hat er so ein kleines bisschen darüber gesprochen, was da ein paar von den Problemen sind, in die man da laufen kann, warum das trotzdem sehr aufwendig sein kann, das zu tun. Hat auch versucht, dann ein paar Lösungen zu motivieren. Also wer da sich ein bisschen mehr austoben will, das ist ein guter Talk dazu. Aber ich will jetzt vor allem über diesen ersten Teil reden, nämlich wie man dieses Laufzeitverhalten in den Griff bekommt, wie man das analysierbar machen kann. Und zwar, was man da am Ende machen muss, ist, man muss sich andere Implementierungen überlegen. Ja? Also diese General Purpose Allocators, wie das New and Delete, die irgendwie alles können müssen, die sind einfach komplex, weil wenn ich auf alles vorbereitet sein muss, dann muss ich mit einem komplexen Algorithmus arbeiten. Aber die Frage ist, vielleicht tut es ja auch ein einfacherer Algorithmus. Und wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen, wenn wir den Algorithmus so weit wie nur irgend möglich vereinfachen. Und so der einfachst denkbare Algorithmus ist eigentlich der Monotonic Allocator. Der besteht eigentlich nur aus zwei Pointern, einem Base-Pointer, der auf den Anfang zeigt und der Free-Pointer, der auf den Anfang des freien Speicherbereichs zeigt. Am Anfang sind die beide gleich, weil der komplette Speicher frei ist. Wenn ich jetzt hingehe und allokiere hier ein bisschen Speicher, dann gebe ich den Pointer zurück und schiebe den Free-Pointer entsprechend weiter um die Größe, die da allokiert wurde. Und entsprechend, wenn ich mehr allokiere, ich gebe immer die Pointer raus und schiebe den Free-Pointer weiter. Soweit sieht es also sehr ähnlich zu dem aus, was wir am Anfang hatten. Der Unterschied ist jetzt, was passiert, wenn ich den Speicher wieder freigeben will. Der Deallocate-Call macht nämlich nichts. Wenn ihr von jetzt an diese grauen Speicherblöcke seht auf den Slides, dann heißt das, das ist Speicher, der ist verloren. Das ist Speicher, da liegt nichts Nützliches drin. Das ist aber im Gegensatz zu dem weißen Speicher, ist das auch kein Speicher, der für das Programm noch zugänglich ist. Also wenn jetzt irgendwann nochmal jemand Allocate 2 aufruft, dann kriegt er niemals diese zwei grauen Blöcke zurück. Der Speicher ist weg, der ist verloren. Und der Deallocate-Call macht tatsächlich nichts. Also selbst wenn ich hier den kompletten Speicher wieder freigebe, alle drei meine Pointer habe ich jetzt zurückgegeben, alles ist grau, der nächste Allocate-Call fängt wieder da an, wo der Free-Pointer drauf zeigt. Ich kriege niemals Speicher zurück. Warum ist das nützlich? Ich meine, also wenn ich nie Speicher wiederkriege, das ist ja irgendwie blöd. Es gibt einen kleinen Trick. Ich kann nämlich Speicher wiederkriegen, aber wenn wir wieder die Situation haben, geben wir unseren P4 auch wieder frei, dass alles grau ist. Also alle Pointer, die ich rausgeholt habe, habe ich wieder zurückgegeben. Was ich dann machen kann, ist, ich kann den Allocator zurücksetzen. Ich sage also manuell, okay, ich weiß jetzt, ich habe keinen Speicher mehr von diesem Allocator aktiv in der Hand und dann setze ich den einfach zurück auf den Anfangszustand.
die einfachste Form, wie ich das machen kann, ist, der Allocator ist ja ein lokales Objekt. Ich kann einfach das lokale Allocator-Objekt zerstören und neu anlegen. Oder ich kann eben so eine explizite Member-Funktion einführen, die das zurücksetzt. Das Problem ist natürlich, wenn ich dieses explizite Zurücksetzen mache, während noch irgendjemand Speicher verwendet, dann habe ich natürlich ein Problem. Wo ist das jetzt wirklich nützlich? Also kann man das jetzt in richtigem Programmcode, was jetzt keine Slide-Beispiele sind, auch verwenden? Ich bin schon zu schnell. Schauen wir uns erst noch an, was sind die Eigenschaften von diesem Algorithmus? Was das Laufzeitverhalten angeht, ist die Laufzeit ist extrem deterministisch, weil alles, was ich mache bei einem Allocate-Call, ist einfach diesen Free-Pointer weiterschieben. Das ist die einzige Operation. Und ein Deallocate-Call macht nichts. Also das ist immer genau deterministisch. Entweder Pointer-Increment oder nichts. Das ist sehr deterministisch. Das ist auch sehr effizient. Also viel effizienter kann man einen Allocator wahrscheinlich nicht implementieren. Ich habe keine Fragmentierung, weil ich habe immer genau einen zusammenhängenden blockfreien Speicher. Der wird zwar immer kleiner, aber der fragmentiert nicht. Das ist sehr einfach zu implementieren. Und es ist insbesondere auch sehr einfach, thread-safe zu implementieren. Wenn ich aus meinem Free-Pointer einen Atomic-Pointer mache, dann fertig. Thread-safe, lock-free, yay. Der große Nachteil ist natürlich, ich kriege meinen Speicher nur wieder über dieses explizite Zurücksetzen. So. Jetzt aber. Wo ist das jetzt wirklich nützlich? Es gibt da tatsächlich eine Reihe von Anwendungsfällen, wo das genau passt. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, man schreibt ein Videospiel. Und in einem Videospiel hat man typischerweise diesen Game Loop, der in für jeden Frame einmal durchläuft. Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe da drin jetzt irgendwie verschiedene Schritte und die brauchen vielleicht irgendwelche Datenstrukturen, die sie aufbauen müssen, um diesen Frame zu berechnen. Aber wenn der Frame mal fertig ist, dann brauche ich viele von diesen Datenstrukturen gar nicht mehr. Das heißt, am Ende vom Loop, wenn der Frame fertig auf dem Bildschirm ist, dann ist Tabula Rasa und dann habe ich eine ganze Reihe von Speicher, wo ich weiß, der wird nicht mehr verwendet. Wenn ich jetzt diesen Speicher immer aus einem Monotonic Allocator nehme, dann kann ich den nach jedem Frame wieder zurücksetzen und dann im nächsten Frame fange ich wieder von vorne an und nehme meinen Speicher wieder neu. Eine ähnliche Situation habe ich zum Beispiel, wenn ich ein eventbasiertes System habe, ist das oft so, weiß ich nicht, irgendwie Webserver, kommen irgendwelche Events übers Netzwerk rein, ich handle die ab, schicke eine Antwort raus und dann bin ich fertig. Dann warte ich aufs nächste Event. Habe ich eine ähnliche Situation, dass ich wieder einen Punkt habe, wo ich sage, okay, jetzt habe ich alles abgehandelt, diese ganzen Datenstrukturen, die ich da zwischendrin angelegt habe, kann ich jetzt freigeben. In Echtzeitsystemen gibt es dieses Pattern von Cyclic Execution. Das heißt im Prinzip, also in einem normalen Desktop-Operating System habe ich ja irgendwie einen dynamischen Scheduler, der einfach irgendwie die Prozesse schedult, wie das irgendwie gerade in den Kram passt. Im Echtzeitsystem habe ich typischerweise ein statisches Scheduling. Und das sieht dann so aus, kann man sich so vorstellen, ich habe einen großen Loop und rufe da eben nacheinander meine ganzen Tasks auf, die ich abarbeiten will. Da habe ich dann auch eine ähnliche Situation, dass ich diese ganzen Daten, die ich jetzt innerhalb von einem Task brauche, wenn der Task abgearbeitet ist, kann ich den Speicher freigeben und kann ihn wiederverwenden für den nächsten Task. Und kann so praktisch, während ich durch den Loop durchlaufe, nach jedem Task kann ich wieder Speicher wiederverwenden und dann am Ende, wenn der Loop abgeschlossen ist, vielleicht nochmal eine Stufe haben, wo ich Speicher wiederverwende. Ein anderer interessanter Punkt ist, ich habe das relativ oft, dass ich Datenstrukturen aufbaue, die ich einmal initialisiere, die ich dann aber nicht mehr ändere, wo ich nur noch lesend drauf zugreife. Das ist natürlich auch was gut passt. Wenn sich nichts ändert, ist das auch kein Problem, dass ich keinen Speicher freigeben kann. Der Extremfall davon ist statischer Zustand. Das ist zum Beispiel in C++ gibt es ja auch Static Variablen. Die nimmt man nicht so gerne her in C++, weil da die Initialisierung nicht definiert ist und man da richtig schöne Bugs mitbauen kann. Wenn man das vermeiden möchte, kann man auch sagen, ich mache die Initialisierung explizit, lege das Zeug dann in den Speicherbereich, der über so einen Allocator zurückkommt,
Der Speicherbereich kann dann immer noch statisch angelegt werden, aber ich kann eben die Initialisierung darüber kontrollieren, dass das eben durch den Allocator passiert. Also das wäre auch ein Anwendungsfall, im Prinzip ein Spezialfall von dem darüber, dass ich halt Daten habe, die sich nicht ändern. Schauen wir uns nochmal, um das im Detail besser zu verstehen, nochmal an, wie das sich verhält mit den STL-Containern, wie die auf so einen Allocator reagieren. Zum Beispiel, wenn wir einen Standard-Vektor haben, was passiert? Der reserviert sich am Anfang irgendwie eine Kapazität, hier in dem Fall für 2 Bytes. Und jetzt fange ich an, irgendwie mit Pushback da mehr Elemente reinzuschieben. Dann irgendwann ist diese Anfangskapazität voll. Dann legt er sich einen neuen Buffer an, mit geometrischem Wachstum, oft einfach die doppelte Größe, kopiert die Elemente da rein und dann habe ich wieder ein bisschen Platz, um neue Elemente reinzuschieben. Jetzt sehen wir hier schon, dadurch, dass das ein neuer Buffer ist, den alten Buffer haben wir verloren, der ist grau. Wenn ich jetzt so weitermache, immer mehr Elemente da reinpushe, dann ist irgendwann der Buffer auch zu groß, brauche ich wieder einen großen und hab den Speicher hier wieder verloren. Hier sehen wir also irgendwie, das bewegt sich irgendwie alles gefährlich nach rechts und wir akkumulieren hier viel grauen Speicher auf der linken Seite. Ist also nicht so optimal. Interessanterweise, wenn ich einen Wachstumsfaktor von 2 habe, was die meisten Vektorimplementierungen immer noch haben, dann laufe ich in ein ganz ähnliches Problem mit dem General Purpose Allocator auch, weil jedes Mal, wenn ich den Vektor größer mache, die Menge an Speicher, die ich für den neuen Buffer brauche, ist immer gerade größer als die Summe von den ganzen Speicher, die ich vorher gebraucht habe. Das ist eben dieses Wachstum. Ne? Wenn man sich das vorstellt mit den binären Zahlen, dann sieht man, das ist immer genau die nächsthöhere Zweierpotenz und alles auf der linken Seite sind immer die Summen von den ganzen kleineren Zweierpotenzen. Ich kriege den großen Bereich nie der ist immer größer als was ich an grauen Bytes auf der linken Seite habe. Das ist übrigens einer der Hauptgründe, warum die Facebook-Bibliothek Folly, warum die ihren eigenen Vektor implementieren, weil die genau das loswerden wollten, dieses Verhalten. Aber ja, für den Monotonic Allocator heißt das im Prinzip, das funktioniert sehr gut, wenn ich von vornherein weiß, wie groß mein Vektor maximal wird. Dann einmal Reserve aufrufen kann und dann eine Allokation bekomme. Wenn der Vektor tatsächlich irgendwie dynamisch wachsen soll und ich nicht genau weiß, wie viel Speicher ich da brauche, ist das nicht so die Superstrategie. Zumindest nicht, wenn ich nicht beliebig viel Speicher zur Verfügung habe, dass mir also diese grauen Klötze da wirklich wehtun. Mit den Node-Based Containern List und Map habe ich das Problem nicht, weil die für jedes Element, was ich reinstecke, eine extra Allokierung machen. Natürlich, wenn ich da Elemente lösche, dann wird der Speicher wieder nicht freigegeben, aber solange die einfach nur wachsen, ist das okay, weil der halt immer nur so viel Speicher allokiert, wie er halt wirklich Elemente reinsteckt. Die DEC kann man sich vom Allokationsverhalten im Prinzip so vorstellen wie einen Node-Based Container mit sehr großen Nodes. Das heißt, der funktioniert halt ähnlich gut. Was interessant ist, sind die Hash-Based Container, Unordered Map und Unordered Set. Da müssen wir ein bisschen genauer drauf gucken. Und zwar, wie die funktionieren, ist ja, wenn ich da ein Element reinstecken will, dann rechnet die Implementierung so eine Hash-Funktion darauf aus. Und die Hash-Funktion wird dann im Prinzip dazu benutzt, um einen Bucket auszuwählen aus diesem Bucket Array und da tue ich dann das Element rein. Und wenn ich ein anderes Element reinstecke, dann gibt es einen anderen Hash und dann lande ich unter Umständen auf einem anderen Bucket. Oder es kann auch sein, dass ich wieder auf demselben Bucket lande und dann macht er eben einen Chaining, dass er die in eine Liste hängt, die Elemente. Und was jetzt natürlich passieren kann, ist, es gibt diese beiden Extremfälle. Es kann mir passieren, dass meine Hashes für die Elemente so rauskommen, dass sie am Ende alle im gleichen Bucket landen. Oder es kann mir passieren, dass die alle in verschiedenen Buckets landen.
In der Realität ist es meistens irgendwas dazwischen. Wo ich genau lande, hängt ab sowohl von der Hash-Funktion als auch von der Hashmap-Implementierung und von den einzelnen Werten, die ich da reinstecke. Das ist also typischerweise was ich nicht vorher so einfach analysieren kann, wenn ich nicht genau die Werte kenne, die ich in die Hashmap reinstecke. Und das kenne ich meistens nicht. Der Fall, den ich vermeiden will, ist der auf der linken Seite. Weil wenn ich jetzt einen Lookup mache von einem Element, der Hash gibt mir erstmal nur den Bucket und ich muss mir jedes Element in dieser Liste einzeln anschauen, um mein Element wiederzufinden, was ich gerade suche. Also den Fall auf der linken Seite will ich so weit wie möglich vermeiden. Und die Unordered Map Implementierung in C++ versucht den auch zu vermeiden. Was die nämlich macht, ist, wenn das zu sehr danach aussieht, dass zu viele Elemente im gleichen Bucket landen, dann stößt ein Rehashing an. Und Rehashing heißt im Prinzip, er baut eine neue Hashmap mit doppelt so vielen Buckets und fügt dann alle Elemente nochmal neu ein in diese größere Bucketliste. Und dann in den meisten Fällen verteilen die sich dann wesentlich besser und dann habe ich eben wieder das bessere Laufzeitverhalten beim Lookup. Wann genau das Rehashing getriggert wird, ist ein bisschen kompliziert. Es gibt da auch wieder so eine Reserve-Funktion, mit der ich da irgendwie sagen kann, okay, so viele Elemente will ich reinstecken, baue mir bitte genügend Buckets, dass das hingeht. Aber das Interessante hier ist, wenn man sich jetzt das Allokationsverhalten anguckt, dann ist das so ein Zwischending zwischen einem Vektor und einem Node-Based Container wie der Liste. Weil dieses Bucket Array, das ist wie ein Array, wie ein Vektor. Das ist immer zusammenhängend da. Die Buckets sind immer hintereinander im Speicher. Aber die einzelnen Elemente, die in diesen Buckets drin hängen, das verhält sich wie ein Node-Based Container. Da macht er für jedes Element eine eigene Allokation und die können eben frei herumgeschoben werden, wie die Elemente in der Liste. Also das ist so ein seltsamer Hybrid zwischen den beiden. Und da werden wir später nochmal drauf stoßen, wie man sowas in den Griff bekommt mit Allocatern. Okay. Dann, wir wollen den Speicher irgendwie wiederbekommen. Also die Tatsache, dass wir niemals Speicher deallokieren können, ist ein bisschen blöd. Und eine Sache, die wir uns hier überlegen können, ist, naja, wenn wir uns angucken, wie die Allokation funktioniert, dann ist das ja sehr ähnlich zu dem, wie der Stack-Speicher allokiert. Und wir können jetzt natürlich sagen, dann nehmen wir doch einfach als Deallokation dieselbe Strategie, die der Stack auch hat. Das heißt also, wenn wir jetzt sagen, der Pointer, den wir freigeben, ist P3, also der letzte Pointer, den wir allokiert haben, dann könnten wir einfach sagen, anstatt dass wir das Zeug hier einfach nur grau machen, wir setzen den Free Pointer einfach auch wieder zurück. Weil wir wissen ja, das war die letzte Allokation, da ist kein Block dazwischen, wir können den Free Pointer einfach zurückschieben. Das funktioniert auch. Das Problem hier ist, das funktioniert natürlich nur, wenn ich diese Last-in-First-out-Order habe von Allokation, Deallokation. Und die Implementierung kann das nicht überprüfen. Warum kann die Implementierung das nicht überprüfen? Naja, wenn die Implementierung das überprüfen wollte, was sie dann machen müsste, ist, sie müsste sich so einen Top-Pointer merken, der eben auf die letzte Allokation zeigt, die rausgegeben wurde. Und jetzt jedes Mal, wenn ich deallocate aufrufe, überprüft er, ist der Pointer, der da reinkommt, der gleiche wie der Top-Pointer? Falls ja, dann setze ich den Free-Pointer zurück. Und was ist jetzt der neue Wert vom Top-Pointer? Der Wert, auf den ich ihn setzen wollte, wäre P2. Aber P2 ist ein Pointer, den ich der Applikation vor einer langen Zeit gegeben habe und über den ich alles vergessen habe. Das heißt, der Allocator kann diesen Wert nicht rekonstruieren. Nicht ohne zusätzliche Datenstrukturen vorzuhalten. Also in der einfachen Implementierung, wie wir ihn hier gesehen haben, kann der Allocator das nicht überprüfen. Was die Implementierung machen wird, ist also,
der Pointer, der reinkommt in den Deallocate Call, das ist der neue Wert für den Free Pointer. Und ich muss einfach annehmen, dass das richtig ist. Und der Benutzer hat die Verantwortung, diese Reihenfolge einzuhalten. In der Realität ist das immer noch nicht hundertprozentig. Ich kriege immer noch nicht den kompletten Speicher wieder. Und zwar kann ich immer noch Padding Bytes verlieren. Und da müssen wir jetzt nochmal drüber reden, weil ich habe euch angelogen. Der Speicher sieht wahrscheinlich nicht so aus. Der Speicher sieht wahrscheinlich so aus. Da sind diese lustigen grauen Klötzchen dazwischen. Und das ist das Padding. Warum brauchen wir das Padding? Dafür kurzer Exkurs, kurze Wiederholung, was Alignment ist in C++. Wenn wir uns so einen Pointer anschauen, so einen Pointerwert, und wir schauen uns die Least Significant Bits an, was die für einen Wert haben. Wenn das Least Significant Bit jeden Wert haben kann, 0 oder 1, dann ist das kein Alignment. Wenn ich aber annehmen kann, dass von diesen Bits, welche immer 0 sind, also wenn ich zum Beispiel sagen kann, die letzten 2 Bits sind immer 0, dann heißt das, der Pointer hat ein Alignment. Der Pointer ist also in dem Fall 4 Byte aligned. Ich kann immer annehmen, dass diese Bits 0 sind, dass der Pointer, also der Pointerwert durch 4 teilbar ist. Und das kann ich ja beliebig weit treiben. Ich kann sagen, 8 Byte aligned und so weiter, kann das beliebig groß machen. Also je nachdem, wie viele von diesen Bits ich auf 0 setze, das ist das Alignment. Genau, weil das hier immer um zusammenhängende Sequenzen von Bits geht, ist das Alignment immer eine Zweierpotenz. Und jeder Typ in C++ hat so ein eingebautes Alignment Requirement. Das ist halt für Char ist es typischerweise auf den meisten Plattformen kein Alignment, aber alle größeren Typen haben ein Alignment. Und typischerweise ist es immer gleich der Größe. Also wenn ich jetzt einen 4-Byte-Integer habe, dann muss der auch immer im Speicher 4-Byte-aligned sein. Und deswegen brauche ich Padding. Weil wenn ich jetzt einen Integer allokiere, der eben 4-Byte-aligned sein muss, dann muss mein Allocator dafür sorgen, dass der Pointer, den er rausgibt, das entsprechende Alignment hat. Sonst kann die Sprache ja hinterher nicht darauf zugreifen. Warum machen wir diesen ganzen Quatsch? Das ist, um den Hardware-Leuten einen Gefallen zu tun. Diese ganze Alignment-Kiste kommt eigentlich von der Hardware. Das ist für die Hardware wesentlich einfacher, Datenzugriffe zu machen, wenn sie da gewisse Alignment-Annahmen treffen können. Auf gewissen Architekturen kann man auch drumherum kommen, dann kostet das aber fast immer Performance. Also man will das eigentlich einhalten. Weil das, was man da an Speicher verliert, ist jetzt nicht so dramatisch, dass das wirklich wehtut. Und das macht halt allen das Leben einfacher, außer den Leuten, die halt Allocator schreiben müssen. In C++ sieht es jetzt so aus, dass der globale Allocator, also das malloc oder das new, sind so spezifiziert, dass die einfach immer die Typen so alignen, dass das für alle Built-in-Types ausreicht. Also typischerweise ist der größte Type, den man hat, double, manchmal long double. Und dann ist das Alignment immer so, dass das für den ausreicht. Das heißt dann natürlich, dass wenn ich die ganze Zeit nur Chars allokiere, dass dann die Pointer immer hemmungslos overaligned sind. Aber so ist es halt normal. Ich kann jetzt natürlich auch den Fall haben, dass dieses maximale Alignment für den Built-in-Type nicht ausreicht. Zum Beispiel könnte ich mir jetzt sagen, ich mache mir jetzt einen Datentyp, wo ich will, dass der immer Cache-Line-aligned ist, damit da eben die Zugriffe entsprechend performant sind. Kann ich spezifizieren, kann ich dran schreiben, align-off, weiß ich nicht, 64k oder was auch immer. Und dann ist diese Datenstruktur entsprechend aligned und wenn die auf den Stack gelegt wird, dann wird das Alignment auch respektiert. Ob der Allocator das dann auch respektiert, wenn es vom Heap kommt, das ist Implementation Defined. Da muss ich dann mein Compiler-Manual aufschlagen und viele Compiler supporten das tatsächlich nicht. Das heißt, da kann es mir dann tatsächlich passieren, dass mein Programm random crasht,
wenn das Ding vom Heap kommt, einfach weil das manchmal nicht richtig aligned ist. Auf der API sieht es aber so aus, der Allocate Call bekommt immer neben der Größe als zweites Argument dieses Alignment mit und sollte dann halt, wenn er well behaved ist, zumindest das bis Max Align T respektieren. Und wenn er Kunden hat, die auch Extended Alignment brauchen, dann besser auch für größere Größen. Und so kommen dann eben diese grauen Blöcke hier zustande. Wenn man sich jetzt überlegt, hier P2, das könnte dann zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Short sein, was 2 Byte groß ist. Und das kann ich dann eben nicht an dieser Adresse 3 setzen, weil die einfach nicht aligned ist. Also muss ich ein bisschen Speicher zwischendrin freilassen, dass das wieder funktioniert. Und was jetzt passiert, wenn ich diesen Speicher freigebe, mit diesem einfachen Stack-Mechanismus, den wir vorhin gesehen haben. Wir haben ja gesagt, das, was ich freigebe, der Pointer, den ich freigebe, das ist der neue Wert für den Free-Pointer. Was ich hier freigebe, ist P3, also hüpft der Free-Pointer dahin zurück. Wenn ich jetzt was allokiere mit einem kleineren Alignment Requirement als P3, dann ist dieses Padding unter Umständen verloren. Ist nicht viel Speicher, aber es ist ein bisschen was verloren geht. Okay, aber das ist ja jetzt alles immer noch nicht so toll. Was müssen wir denn jetzt machen, wenn wir wirklich den Speicher wieder haben wollen? Naja, wir könnten uns jetzt überlegen, das so zu erweitern, dass es da noch eine zusätzliche Datenstruktur gibt, die uns weiterhilft. Und zwar haben wir hier, sehen wir, ist so eine listenartige Struktur, die jedes Mal praktisch zum Anfang der nächsten Allokation zeigt. Die können wir sehr einfach aufbauen. Und was wir jetzt machen können, ist sogar noch mehr, als wir beim Stack konnten. Jetzt können wir nämlich sagen, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Pointer aus der Mitte freigebe, dann flippe ich einfach den Wert, der in dieser Zelle steht, auf grün. Und wenn jetzt später P3 auch noch freigegeben wird, das heißt, es ist alles auf der rechten Seite bis zum Free Pointer ist jetzt grün. Und dann können wir die Allokation einfach alle zurückrollen und haben den ganzen Speicher wieder bekommen. Das ist doch super. Naja, nicht ganz so super. Was wir hier brauchen, ist, wir brauchen diese zusätzliche Datenstruktur. Unsere Deallokation hat jetzt lineare Worst-Case-Execution-Time. Amortisiert ist das immer noch konstante Execution-Time, aber wenn ich ein Echtzeitsystem schreibe, dann bringt mir das nichts, weil dann muss ich die Worst-Case-Execution-Time wissen und die ist linear. Das heißt, da sind wir jetzt fast wieder so schlecht wie ganz am Anfang mit dem General-Purpose-Allocator. Diese ganzen Nodes, die wir hier drin haben für die zusätzliche Datenstruktur, haben nochmal eigene Alignment Requirements, die ich irgendwie zusammenbringen muss mit den Alignment Requirements für die Allokation. Weil die Dinger müssen direkt nebeneinander im Speicher liegen, sonst finde ich nämlich die Node nicht wieder, wenn ich den Pointer freigeben will. Dann gibt es die Frage, wo soll ich diese Hilfsdatenstruktur eigentlich hinlegen? Ich habe das jetzt hier so aufgemalt, dass das interleaved ist mit den eigentlichen Allokationen. Ich könnte auch sagen, die liegen in einem extra Speicherbereich. Und das ist gar nicht so eine blöde Frage, weil da gibt es jede Menge Vor- und Nachteile, je nachdem, wie ich mich da entscheide. Und die sind alle nicht einfach. Und ich will jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, weil das echt kompliziert wird. Und das, worauf ich hinaus will, ist eigentlich ganz einfach. Mach das bitte nicht. Dieser Monotonic Allocator funktioniert deswegen, weil er so einfach ist. Und wenn ich jetzt versuche, den zu generalisieren, dann bin ich sehr schnell an einem Punkt, wo ich einfach nur meine eigene schlechte Version vom General Purpose Allocator geschrieben habe und einfach besser bedient wäre, wenn ich einfach New and Delete aufrufen würde. Weil für den allgemeinen Fall, wenn ich keine Annahmen machen kann, ist der Default Allocator echt gut. Und da ist Jahrzehnte an Forschung reingeflossen, sicherzustellen, dass der echt gut ist. Diese speziellen Allokationsstrategien funktionieren nur dann, wenn ich sehr genau weiß, okay, das ist mein Spezialfall, den meine Anwendung gerade hat
und ich suche mir jetzt einen Allocator aus, der genau darauf passt. Wenn ich das nicht habe oder nicht so genau verstehe, was meine Applikation da eigentlich genau macht, dann lässt man da besser die Finger von. Und ja, bitte nicht versuchen, selber einen cleveren Allokationsalgorithmus zu schreiben, der irgendwie dann auch noch irgendwelche hypothetischen Fälle abdeckt, von denen ich nicht sicher bin, ob ich sie vielleicht habe. Das geht meistens nach hinten los. Weil das ist echt schwer, diese Dinger zu implementieren. Und für diese einfachen Beispiele ist das noch machbar. Wenn ich das erweitere, dann bin ich sehr schnell an einem Punkt, wo das so schwer ist, dass das vom Aufwand her eigentlich nicht mehr zu bewältigen ist. Also das bitte nicht unterschätzen. Ja, wenn ich hier eine Modifikation mache, bitte nur dann, wenn ich weiß, das ist genau mein Use Case, wie das, was wir vorhin hatten, wenn ich weiß, das ist genau immer Last in, First out von der Deallokation. Dann kann ich so eine einfache Erweiterung machen. Aber sonst bitte nicht. Okay, ernsthaft, was, wenn ich den Speicher wieder haben will? Ja, das kann ja nicht sein, dass der dann weg ist. Was man hier hernehmen kann, ist ein Pool Allocator. Und der funktioniert so. Wir nehmen unseren Speicher und wir schneiden den in gleich große Blöcke. Ja, in dem Fall hier, jeder Block ist 4 Bytes. Und jetzt, wenn ich Speicher anfordere, egal wie viel ich anfordere, ich kriege immer genau einen Block wieder. Das heißt natürlich, wenn ich jetzt was anfordere, was kleiner ist als die 4 Bytes, dann habe ich wieder diese grauen Blöcke, diese interne Fragmentierung. Da geht mir dann ein bisschen Speicher verloren. Aber so ist es nun mal. Wenn ich Speicher freigebe, ist es auch ganz einfach. Ich weiß immer genau, jeder Block ist 4 Bytes. Das heißt, das Freigeben gibt dann auch immer den kompletten Block wieder zurück. Genau. Und der kann dann wieder verwendet werden. Wie wird das jetzt implementiert? Wir haben hier wieder eine Liste, aber im Gegensatz zu vorher trackt die Liste jetzt nicht die Allokation, sondern die trackt die Blöcke, die noch frei sind. Das heißt, am Anfang, wenn ich meinen Pool aufbaue, schreibe ich da an den Anfang von jedem von diesen Chunks, schreibe ich einen Block rein, der dann eben auf den nächsten Block zeigt. Und dann merke ich mir diesen First Tree Pointer, der immer auf den nächsten freien Chunk in meinem Pool zeigt. Und wenn jetzt jemand Speicher allokiert, dann gebe ich einfach den First Tree Pointer raus. Und der interne Wert von dem First Tree Pointer wird dann auf das nächste Element in der Liste gesetzt. Ja? Also der First Tree Pointer springt immer durch die Liste. Und jeder Allocate Call kriegt halt das wieder, wo der First Tree drauf zeigt, wenn das Allocate aufgerufen wird. Und beim Deallocate schreibe ich eben einfach den Block wieder in das an den Anfang von dem Chunk, der eben dann auf das First Tree Element zeigt. Also hier sehen wir, das dritte ist das First Tree, jetzt kommt das Deallocate. Der neue Block zeigt also auf das, was vorher das First Tree war. Und der neue Wert für das First Tree ist der Block, der gerade deallokiert wurde. Ja? Das heißt also, ich diese verkettete Liste, die ich da abrolle, alle Änderungen an der Liste mache ich immer vom gleichen Ende. Ja? Wenn ich jetzt einen Block zurückgebe, dann hänge ich den nicht ans Ende von der Liste, sondern an den Anfang von der Liste. Und das ist das Entscheidende hier. Wenn man den nämlich versucht, ans Ende zu hängen, dann wird das ganze Ding elends kompliziert. Wenn man es immer von der gleichen Seite macht, dann kriegt man die ganzen schönen Eigenschaften. Eine interessante Sache, die man jetzt hier sieht, ich habe jetzt P1 und P2 wieder freigegeben. Das heißt, mein Pool ist wieder komplett frei, der gesamte Speicher ist wieder verfügbar, aber wir sehen, die ersten zwei Elemente in der Liste sind jetzt vertauscht. Ja, vorher war das First Tree das erste und es ging halt von links nach rechts durch und jetzt sind die ersten zwei sind vertauscht. Was mir da passieren kann, ist, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich lege mir einfach eine Liste an, jedes Element in der Liste ist genau ein Chunk in meinem Pool und ich sage jetzt, ich pushe jetzt einfach 4 Elemente in meine Liste und will dann darüber iterieren,
dann würde ich naiv annehmen, dass diese Elemente wahrscheinlich, weil ich die direkt nacheinander in die Liste gepusht habe und sonst nichts im Speicher gemacht habe, dass die auch nebeneinander im Speicher liegen. Das ist aber beim Pool nicht notwendigerweise der Fall. Die können dann wild verstreut im Speicher liegen. Und das, die Eigenschaft bezeichnet man auch als Diffusion. Diffusion ist ein Performance-Problem, weil die Lokalität der Daten nicht mehr gewährleistet ist. Es ist nicht Fragmentierung, weil bei der Fragmentierung ist es ja tatsächlich so, dass ich keinen Speicherblock mehr finden kann, der groß genug ist. Also es kann da wirklich passieren, dass nicht nur die Lokalität kaputt gemacht wird, sondern dass wirklich Allokationen nicht mehr erfüllt werden können. Bei der Diffusion geht es nur um die Lokalität. Aber das kann ein Performance-Problem sein. Deswegen ist es auch beim Pool-Allocator manchmal eine ganz gute Idee, so eine explizite Release-Member-Funktion dran zu machen, die ihn wieder auf den Anfangszustand zurücksetzt. Einfach, dass ich weiß, dass die Freeliste dann wieder gleichmäßig sortiert ist und ich keine Diffusion-Probleme bekomme. Genau. Was sind jetzt die Eigenschaften hiervon? Die Laufzeit ist immer noch deterministisch. Die ist erstaunlich deterministisch. Wenn man sich anguckt, was da an Speicherzugriffen passiert, dann ist es immer noch, ich glaube, man kommt hin mit einem Pointer lesen und einem Pointer ändern, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es ist extrem deterministisch. Es gibt keine externe Fragmentierung. Wir haben gesehen, man hat da manchmal diese grauen Blöcke, wenn die Allokation kleiner ist als der Chunk. Das heißt, da geht Speicher verloren. Deswegen oft, wenn man irgendwie in der Literatur nachschaut über Pool Allocator, dann findet man Leute, die sich beschweren, ja, Pool Allocator fragmentieren ja. Was die meinen, ist interne Fragmentierung. Das sind eben diese grauen Blöcke, die da überbleiben. Das ist was anderes als externe Fragmentierung, wo mir irgendwie der freie Speicher zerlegt wird in mehrere Blöcke. Und die interne Fragmentierung ist sehr viel weniger schlimm. Weil was da passiert ist, ein bisschen Speicher geht verloren. Das ist ein bisschen wasteful. Aber das Laufzeitverhalten ändert sich nicht. Während die externe Fragmentierung, wenn ich die habe und habe wirklich harte Laufzeitanforderungen, dann kriege ich richtig Probleme. Also da sich nicht abschrecken lassen, wenn man da irgendwie liest, Pool Allocator fragmentieren wie verrückt. Die meinen das hier. Ja. Und wenn ich meine Chunk Sizes entsprechend wähle, dann ist das auch gar nicht so schlimm. Also dann Das kann man sehr leicht ausrechnen, was da der Overhead ist. Man kann das immer noch sehr einfach thread-safe machen. Das ist insbesondere, also ich habe das ja vorhin gesagt, die Liste immer vom gleichen Ende abrollen und wieder aufrollen. Wenn man das macht, jemand, der schon mal Multithreaded Programmierung gemacht hat, intensiv, der weiß, dass wenn ich immer nur ein Datum gleichzeitig manipulieren muss, dann ist das relativ einfach, das Thread safe zu kriegen, auch wenn ich keine Mutexe draufwerfen kann. Schwierig wird das erst, wenn ich irgendwie zwei Sachen habe, die irgendwie voneinander abhängig sind und die dann beide geändert werden müssen. Deswegen hier, weil es eben nur diesen einen First-Three-Pointer gibt, wenn ich den Atomic mache und den Zugriff auf den vernünftig synchronisiere, dann kann ich das Ding auch relativ schmerzfrei lock-free bekommen. Aber die großen Nachteile hier sind natürlich, dadurch, dass ich immer nur einen Chunk rausgebe für jede Allokation, wenn jemand mehr Speicher anfordert, als der Chunk groß ist, also wie in unserem Beispiel, wo ich 4 Byte Chunks hatte, wenn ich 5 Bytes will oder 6 Bytes, die kriegt ihr nicht, die habe ich nicht. Ja? Also da muss ich schon für sorgen, dass die Chunkgröße im Pool groß genug ist, dass sie für alle Allokationen ausreichen, die dieser Pool behandeln muss. Und eine Folge davon ist, ich kann natürlich auch nicht sagen, ich mache die Chunk Size einfach riesengroß, sodass die auf jeden Fall für alle Allokationen reicht, weil ich eben dieses Problem mit der internen Fragmentierung habe. Wenn die Größen für die Allokationen extrem schwanken, ja, irgendwie das Größte ist irgendwie 2 Gigabyte und das Kleinste ist irgendwie 1 Byte, ja, dann verbraucht jede von meinen 1 Byte Allokationen einen 2 Gigabyte Chunk. Das ist natürlich Blödsinn. Das heißt, wenn da sich die Größen stark ändern, dann lohnt es sich irgendwann nicht mehr, weil das zu wasteful ist.
Nochmal die gleiche Übung wie vorhin. Wie sieht es aus mit den STL-Containern? Der Vektor ist wieder so ein bisschen schwierig. Das funktioniert gut, wenn der Vektor in meine Chunk-Size reinpasst. Aber wenn ich jetzt einen Vektor habe, der einfach immer weiter wächst, sobald der größer wird als die Chunk-Size, ist halt Ende. Dann passt er nicht mehr rein. Also das ist nicht so toll. Für die Node-Based-Container aber funktioniert das hervorragend. Weil wenn ich hier die Chunk-Size so groß mache, wie eben so eine Node in dem Container ist, dann passt das genau in die Liste, es ist kein Speicher verschwendet, das ist super schnell. Und tatsächlich, viele von den Performance-Concerns, die man sonst hat bei den Node-Based-Containern, dass die ja auch so langsam sind, weil das nicht lokal ist und weil die Speicherverwaltung so teuer ist, die hat man beim Pool-Allocator nicht mehr. Also tatsächlich, wenn man ein Problem hat, was gut auf Node-Based-Container mappt, dann lohnt sich das, da einen Pool-Allocator drunter zu hängen, wenn man sonst Performance-Probleme kriegt. Da kann man tatsächlich wieder das Performance-Gap zum Vektor ein bisschen schließen. Das ist immer noch nicht perfekt, weil die einzelnen Nodes haben immer noch Speicher-Overhead, aber es ist sehr viel besser potenziell, als das mit dem globalen Allocator werden kann. Für DEC, wie wir vorhin schon gesagt haben, ist im Prinzip dasselbe wie bei den Node-Based-Containern, nur mit großen Nodes. Gilt also das Gleiche, das passt sehr gut. Mit der Unordered Map, ja, haben wir wieder das Problem, dass wir ja dieses Rehashing haben. Und das wächst ja wie ein Vektor im Prinzip, weil diese Buckets halt immer in einem zusammenhängenden Speicherbereich sein müssen. Das heißt, für die einzelnen Elemente will ich ja eigentlich die Chunk-Size so machen, dass das genau die Größe von einer so eine Elementallokation ist. Aber wo tue ich dann die Buckets hin? Die müssen ja auch aus dem dynamischen Speicher kommen. Das heißt, was ich eigentlich machen will, ist, dass ich den Speicher für die Elemente aus dem Pool nehme und die Buckets irgendwo anders hin, da den Speicher irgendwo anders herbekomme. Und da schauen wir uns nachher noch an, wie das funktioniert. Aber bevor wir das tun, schauen wir uns noch einen letzten Allocator an. Und das ist der Multipool. Und der beschäftigt sich mit der Frage, okay, der Pool funktioniert sehr gut, wenn alle meine Allokationen ungefähr gleich groß sind. Aber was ist, wenn das nicht geht? Was ist, wenn da halt ein paar drin sind, die viel größer oder viel kleiner sind? Und was der Multipool einfach sagt, ist, dann nehmt halt mehr als einen Pool. Ja. Also zum Beispiel in dem Fall, im einfachsten Fall, was ich einfach machen kann, ist, ich sage, ich habe irgendwie mehrere Pools und da gibt's irgendwie, da habe ich ein geometrisches Wachstum zwischen den einzelnen Chunk-Sizes. Und wenn jetzt eine Allokation reinkommt, dann suche ich mir immer den Pool mit der kleinsten Chunk-Size, der dieses Request behandeln kann. Und da kommt dann der Speicher her. Und die einzelnen Pools funktionieren genauso wie vorher. Ich habe jetzt halt nur mehrere davon und muss halt am Anfang einen selektieren. Und dann kriege ich halt immer den, der am besten passt. Und das Schöne ist, jetzt kann ich tatsächlich den Waste, den ich hier habe durch die interne Fragmentierung, diese kleinen grauen Blöcke, kann ich jetzt sehr genau kontrollieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, irgendwie geometrisches Wachstum mit Faktor 2, dann weiß ich genau, ich habe da maximal den doppelten Speicherbedarf, also maximal einen Overhead in der Größe von dem Speicherbedarf. Und ich kann also sehr fein justieren, was da der Overhead ist. Das ist ein sehr mächtiger Allocator. Das Schöne hier ist, wenn ich den so implementiere, wie wir das gerade gesehen haben, ist die Laufzeit immer noch deterministisch. Also zumindest wenn das Layout der Pools statisch festgelegt ist, ist es komplett deterministisch. Da ist nur ein Lookup-Schritt davor gegenüber dem Pool und der hat konstante Laufzeit. Also das ist immer noch sehr schön, auch wenn ich Echtzeitsysteme mache. Diesen Waste durch die interne Fragmentierung kann ich sehr genau kontrollieren, dadurch, dass ich eben die einzelnen Chunk-Sizes festlege. Aber wenn ich das mache, wenn ich das wirklich statisch vorkonfigurieren will, dann ist das eine Menge Arbeit. Jetzt muss ich mir überlegen, wie viele Pools brauche ich denn überhaupt? Was sind da die einzelnen Chunk-Sizes für jeden Pool?
wie groß muss jeder von diesen Pools werden, wie viele Chunks sind da wirklich drin, wie viele Bytes an Speicher halte ich davor und so weiter. Das heißt, es ist ein bisschen kompliziert. Man kann das aber natürlich semidynamisch machen. Man kann jetzt sagen, ich lege das nicht alles statisch vorher fest, sondern der Pool puzzelt sich das irgendwie so zusammen während der Laufzeit. Und dann bin ich schon sehr nah an dem, wie ein General Purpose Allocator eigentlich funktioniert. Wenn sich die Paper so anguckt, was so die State-of-the-Art-Algorithmen sind, die sind schon alle noch sehr viel cleverer als das, was wir hier gesehen haben, aber wenn man das so reduziert auf die wirklich die grundlegende Basisidee, dann findet man da unten drunter eigentlich immer was, was so ungefähr das macht, was dieser Pool Allocator macht. Die eigentliche Kunst ist da wirklich, wie man die Dynamik reinbekommt. Aber das System am Ende ist eigentlich das hier. Okay, dann schauen wir uns jetzt nochmal an, wie das denn in C++ eigentlich alles funktioniert. Wer sich die STL mal ein bisschen genauer angeschaut hat, der wird wissen, dass da an den ganzen Containern und noch an ein paar anderen Standarddatentypen dieser Allocator-Template-Parameter dranhängt. Und dieser Allocator-Parameter hat nichts mit dem zu tun, über das wir heute gesprochen haben. Das ist so ein bisschen ein historischer Unfall. Der Allocator in C++ war eigentlich dafür gedacht, dass man über gewisse Eigenschaften im Speichermodell abstrahieren kann. Was man damit insbesondere in den Griff kriegen wollte, war 16-Bit segmentierte Adressierung, falls sich an den Spaß noch jemand erinnert. Da habe ich nämlich unterschiedliche Arten von Pointern, je nachdem, in was für einem Speicherbereich ich lande. Und das sollten die eigentlich wegabstrahieren. Das war der ursprüngliche Use Case. Segmentierte Adressierung interessiert heute keinen Menschen mehr. Was die Leute heute machen wollen, ist genau diese Custom Allocator-Geschichten. Aber dafür waren eben die C++ Allocator nicht ausgelegt. Das große Problem hier war insbesondere, die C++ Allocators, bevor C++ 11 rauskam, waren stateless. Und stateless ist hier in scary quotes, weil ein Allocator ist natürlich nie stateless. Ein Allocator hat immer internen Zustand. Der muss ja irgendwie sich merken, wo die freien Blöcke im Speicher sind. Stateless hier meint, das ist ein Singleton. Ja, den gibt es einmal, den kriege ich irgendwie, da gibt es einen statischen Punkt im Speicher, wo ich den herbekomme und ich muss mir da keinen Zustand in dem Allocator-Objekt, was da als Template-Parameter reingegeben wird, merken. Der Allocator ist ein Typ in diesem Konzept. Das ist nur der Template-Parameter. Da gibt es kein Objekt, wo irgendwie Zustand dranhängt. In C++ 11 hat man Support eingeführt für Stateful Allocators, aber was C++ Allocator nennt, ist nicht das, wo der Speicher herkommt, sondern das ist ein Handle, also sowas wie ein Pointer, auf eine Memory Resource. Und die Memory Resource ist das, wo der Speicher herkommt. Also alles das, worüber wir hier gesprochen haben, das nennt C++ Memory Resource. Der Allocator ist nur ein Pointer auf eine Memory Resource. Arthur Dwyer hat dann einen kompletten Talk drüber gemacht, weil das super verwirrend ist. Also würde ich euch empfehlen, den vielleicht anzuschauen, obwohl er diese Unterscheidung motiviert. Als Eselbrücke hilft es so ein bisschen zu sagen, der Allocator ist eigentlich fast nutzlos in C++. Das ist irgendwie so der Glue zur Standardbibliothek hin, aber da ist irgendwie nichts an Logik drin. Die ganze Logik hängt in dieser Memory Resource und der Allocator-Typ, der da als Template-Parameter reingegeben wird, das ist nur Glue, um das irgendwie in die Standardbibliothek reinzuwursten. So, wie sieht das jetzt in C++ aus, wenn wir dieses Custom Memory Management machen wollen? Das hier ist jetzt der Stand in C++ 17 mit den Polymorphic Memory Resources. Alles, was wir hier sehen, kann man auch mit C++ 11 selber nachbauen. Da braucht man irgendwie keine C++ 17 Sprachfeatures für. Aber in 17 ist halt alles schon drin. Deswegen zeige ich es mit 17. Was wir machen ist,
wir sagen hier, wenn wir unseren Vektor anlegen, der Allocator ist PMR Polymorphic Allocator. Und dieses PMR Polymorphic Allocator, wenn ihr das seht, dann lest das als, ich hätte gerne auf diesem Container Allocator Support. Das ist alles, was das heißt. Ja, das schreibe ich immer genauso hin. Und das ist, was das heißt. Mehr macht es nicht. Die Magie passiert in der Memory Resource, die ich da als Konstruktorargument übergebe. Das ist ein Pointer auf ein Objekt. Und dieses Objekt, das ist das, was wir vorhin den Local Allocator genannt haben. Da kommt der Speicher her. Das andere ist nur Glue. Und weil dieser PMR Polymorphic Allocator so unwichtig ist, gibt es da diese abgekürzte Schreibweise und dann sieht man den nicht mehr. Kann man einfach sagen, PMR-Vektor von T und dann nimmt er halt den Pointer auf die Memory Source im Konstruktor und dann ist alles gut. C++17 bringt jetzt auch schon ein paar von diesen Memory Resourcen mit in der Standardbibliothek. Das ist zum einen die PMR Memory Resource. Das ist die, die Basisklasse. Und zwar, also diese Ressourcen, das ist tatsächlich, das ist Objektorientierung im klassischen Sinne mit Basisklassen, virtuellen Funktionen und so weiter. Und die Memory Resource ist hier wirklich das Interface. Das heißt, die sagt irgendwie, ja, es gibt irgendwie auf dieser Memory Resource gibt es einen Allocate Call, gibt es einen Deallocate Call. Im Prinzip, das ist das, was das Interface sagt. Das heißt, wenn ich jetzt meinen eigenen Allocator schreiben will, muss ich einfach nur von diesem Interface ableiten, das implementieren und dann passt das in die ganzen PMR-Klassen aus der Standardbibliothek einfach so rein. Die Standardbibliothek liefert jetzt auch schon ein paar Implementierungen dafür mit. Zum einen den New Delete Resource, der wrappt einfach Global New and Delete in dem Interface. Die Monotonic Buffer Resource, das ist genau der Monotonic Allocator, den wir am Anfang gesehen haben. Und Unsynchronized Pool Resource und Synchronized Pool Resource, das ist ein Multipool Allocator, der entweder thread safe ist oder nicht thread safe. Und dann das letzte, was wir haben, ist die Null Memory Resource. Und die macht nicht viel, also der Deallocate Call macht nichts und der Allocate Call schlägt einfach immer fehl. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage, warum braucht man das? Warum ist das da drin? Und der Grund dafür ist Chaining. Wenn man sich das, die Interfaces von diesen Memory Resources anguckt, dann stellt man fest, dass die im Konstruktor auch alle einen Pointer als Parameter haben auf eine andere Memory Resource. Und was jetzt passiert ist, wenn meine Resource, wenn der Speicher ausgeht, dann schlägt die nicht einfach fehl, sondern dann fragt die ihre Upstream-Resource, ob sie noch mehr Speicher hat. Und das ist das Chaining. Ja, da kann ich dann beliebig lange Ketten bauen, wenn sobald einem der Speicher ausgeht, fragt er den Nächsten, der fragt den Nächsten, der fragt den Nächsten und so weiter, bis irgendjemand einen Fehler wirft und das Ganze wieder abrollt. Und das ist extrem mächtig. Zum Beispiel, was ich damit machen kann. Ich kann sagen, ich lege einen Buffer an mit 42 Bytes. Jetzt baue ich mir einen Monotonic Allocator, der diesen Buffer als Backup nimmt für den Speicher und als Upstream die Null Memory Resource hat. Und das ist jetzt im Prinzip ein Fixed Size Allocator, ja, der wächst monotonisch, bis diese 42 Bytes aufgebraucht sind. Und wenn die weg sind, dann hat er keinen Speicher mehr, geht zu seinem Upstream, das ist die Null Memory Resource, die schlägt immer fehl, dann propagiert sich der Fehler zurück, es gibt nicht mehr Speicher und es schlägt halt fehl. Wenn ich aber jetzt hingehe und mache das Gleiche, gebe aber als Upstream Allocator eine New Delete Resource mit, dann habe ich einen Monotonic Allocator, der einfach immer weiter wächst. Wenn die 42 Bytes aufgebraucht sind, na, dann gehe ich halt zu Global New und hole mir noch mehr Speicher. Und der wächst halt immer weiter, immer weiter. Und
da kann ich halt sehr komplexes Verhalten sehr einfach implementieren mit. Zum Beispiel, was ich noch machen könnte. Ich könnte mir überlegen, ich will jetzt die Fehlerbehandlung, wenn mir der Speicher ausgeht, will ich vielleicht anpassen. Ja? Will ich eine Exception werfen? Will ich Null Pointer zurückgeben? Will ich irgendwo auf meine Mikrocontroller irgendeinen Fehlerflag setzen und dann in Endlosschleife gehen? Was auch immer. Ja? Anstatt dass ich jetzt jede einzelne Allocator-Implementierung anfassen und anpassen muss, habe ich eben einfach diesen Upstream-Allocator ganz am Ende von meiner Kette, der das Fehlerverhalten festlegt. Und ich muss nur den austauschen. Der ganze Rest von der Kette kann gleich bleiben. Ich kann verschiedene Allocation-Strategien kombinieren. Wir hatten ja bei der Hashmap gesehen, dass wir dieses Problem haben, dass wir da im Prinzip zwei verschiedene Verhaltensweisen drin haben. Ich kann also sagen, ich habe einen Pool-Allocator, der den Speicher für die ganzen einzelnen Elemente anlegt. Und wenn jetzt das Rehashing kommt und da kommt jetzt eine Allokation für die Bucketlist rein, die größer ist als die Chunk Size im Pool, dann nehme ich das einfach aus einem anderen Allocator. Das kommt dann upstream und geht dann auf einen Heap oder auf einen Monotonic Allocator oder was auch immer. Ich kann das also kombinieren und da sehr, sehr komplexe Sachen zusammenbauen mit. Was oft unterschätzt wird, was aber vielleicht sogar der mächtigste Use Case hier ist, ist Debugging und Profiling. Stellt euch vor, ich setze an den Anfang von meiner Chain, also der erste Allocator, nicht der letzte, wie bei der Fehlerbehandlung. Der erste Allocator ist ein Allocator, der nichts macht. Der reicht einfach alle Requests durch an den Upstream und macht nichts selber mit dem Speicher. Was der aber macht, ist, in jedem Allocate-Call inkrementiert er einen Zähler und in jedem Deallocate-Call dekrementiert er den Zähler. Wenn ich mir jetzt im Destructor von dem Allocator anschaue, ist der Zähler ungleich 0, dann habe ich wahrscheinlich eine Memory Leak. Ich kann das noch komplexer machen. Ich kann genau die einzelnen Allokationen mittracken und in eine Map abspeichern und da mir genau anschauen, irgendwie, wie viel Speicher habe ich verbraucht? Sind da irgendwelche Leaks zwischendrin? Passiert da irgendwas Komisches? Ich kann Sachen machen wie Stack Protection. Das gibt's, die meisten Runtimes machen das für den Stack automatisch, aber ich kann das auch auf dem Heap machen. Jede Allokation, die reinkommt, mache ich ein bisschen größer, schicke sie dann an meinen Upstream weiter und der Pointer, der wiederkommt, da schreibe ich an den Anfang vom Speicherbereich und an den Ende vom Speicherbereich so einen Cookie rein, so einen Magic Bit Pattern. Und dann gebe ich, der Pointer, den ich rausgebe, ist dann in der Mitte. Das heißt, ich habe davor und dahinter habe ich dieses Magic Bit Pattern. Und wenn jetzt der Deallocate-Call reinkommt, dann schaue ich mir wieder diese Speicherzellen an, um die ich den Block größer gemacht habe. Und wenn das Bit-Pattern nicht mehr drin steht, dann habe ich wahrscheinlich einen Buffer-Overrun irgendwo in meinem Programm. Das kann ich sehr einfach implementieren. Ist auch nicht unmäßig teuer zur Laufzeit, aber kann mir sehr viele Fehler sehr einfach fangen. Und so Sachen kann ich hier sehr schnell implementieren und wenn ich jetzt eine Codebasis habe, die schon irgendwie Allocator-Aware aufgesetzt ist, dann kann ich das mit praktisch keinem Aufwand ausrollen und kriege da sehr, sehr mächtige Informationen dann zurück über das Laufzeitverhalten. Gibt noch einen letzten Punkt, über den ich noch gerne reden würde, und zwar ist es gibt kein universelles Interface für Allocator. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich benutze jetzt eine Third-Party-Bibliothek oder mehrere Third-Party-Bibliotheken und ich gucke mir das jetzt an ins Manual und sehe, aha, die haben alle Allocator-Support. Naja, dann kann ich da ja irgendwie den C++-Allocator reinstecken oder vielleicht haben die schon einen Allocator und den kann ich dann wiederverwenden für eine andere Bibliothek oder so. Das funktioniert, macht aber meistens ein bisschen Arbeit, weil diese Interfaces in der Regel nicht einheitlich sind. Zum Beispiel, wir haben ja gesehen, der Allocate-Call bekommt immer zwei Parameter, die Größe und das Alignment. Der Deallocate-Call bekommt die nicht notwendigerweise. In manchen APIs bekommt der Deallocate-Call nur den Pointer, in manchen bekommt er Pointer und Größe, in manchen bekommt er Größe und Alignment. Muss man schauen. Wenn die Allocator-Implementierung erwartet, dass sie die Größe bekommt im Deallocate-Call,
der Caller die aber nicht reingibt, dann muss ich das halt wrappen und muss dann die Größe irgendwo speichern im Speicherbereich. Kann man machen, ist aber ein bisschen Arbeit. Wenn es eine C-API ist, will die wahrscheinlich auch einen Realloc-Call implementiert bekommen. Realloc heißt halt, ich habe schon einen Speicherbereich, der aus Malloc rausgefallen ist und ich will den jetzt größer machen. Das Gute daran ist, Realloc kann den nicht immer größer machen. Das heißt, es ist immer eine gültige Implementierung, einfach zu sagen, ich implementiere Realloc so, dass ich einen neuen größeren Block allokiere und die Daten aus dem alten Block rüber kopiere. Das ist in C++ in der Regel nicht machbar, weil das C++-Object-Modell da nicht drauf eingestellt ist, dass man sowas machen kann. Deswegen ist es in C++-APIs in der Regel nicht mit drauf, weil es lässt sich einfach nicht implementieren in C++. Aber C-APIs wollen es oft haben und dann muss man halt schauen, wie man sich behilft. Es gibt das Problem, dass das Error-Reporting nicht einheitlich ist. Kriege ich eine Exception, kriege ich einen Null-Pointer, was auch immer. Aber das kann man relativ leicht marshallen. Also, Extended Alignment haben wir schon gesehen. Nicht alle Allocator-Implementierungen supporten das. Man kann das immer händisch machen, indem man einfach den Block entsprechend größer macht und dann den Pointer von Hand alignt. Ja, das heißt, man muss da immer einen Puffer vorhalten in der Größe, dass man eben den Pointer so weit in den Speicherblock reinschieben kann, dass das das Alignment Requirement erfüllt. Das ist immer ein bisschen wasteful. Aber wenn man jetzt nicht extrem viele, extrem kleine Allokationen macht, dann ist das meistens nicht so viel, dass das einem wirklich wehtut. Also das kann man auch händisch implementieren. Eine interessante Frage ist, wo sich die APIs absolut nicht einig sind. Was ist der Rückgabewert, wenn ich eine Allokation von der Größe 0 anfordere? Ja. Größe 0 heißt, da ist kein Speicher dahinter. Das heißt, der Pointer, der da zurückkommt, den darf ich nicht dereferenzieren, weil da ist kein Speicher dahinter. Trotzdem sagt der C++-Standard, dass die C++-Allokatoren da nicht 0 zurückliefern dürfen. Die müssen einen von 0 verschiedenen Pointerwert zurückgeben, den ihr niemals dereferenzieren dürft. Und wer jetzt glaubt, na gut, dann gebe ich eben immer 1, 2, 3 zurück. Der Standard verlangt auch, dass, wenn ich da mehrere Allocate Calls mache, da nicht der gleiche Pointer zurückkommen darf. Das heißt also, typischerweise, selbst wenn ich Größe 0 anfordere und selbst wenn ich mir den Speicher dahinter niemals anschauen darf, verschwendet das in den meisten Implementierungen ein bisschen Speicher. Die Bloomberg-Leute zum Beispiel haben einfach gesagt, das ist uns zu doof, wir geben einfach Null Pointer zurück und das funktioniert auch überall. Aber also im Standard steht es halt so drin. Eine interessante Frage, die mir bis jetzt auch die Komitee-Leute nicht eindeutig beantworten konnte: Muss der Pointer, der da zurückkommt, auch richtig aligned sein? Also, es ist nicht ganz klar. Ich glaube, also Anthony Williams gab mir eine ziemlich überzeugende Antwort, warum er wahrscheinlich aligned sein muss, auch wenn das sehr merkwürdig wäre, wenn ein Programm das jemals merken würde. Aber ja, interessante Fragen. Der letzte Punkt ist noch ganz interessant. Wir hatten ja zwischendrin irgendwie kurz die Frage, wo es darum ging, diese Datenstruktur bei der Monotonic Allocator Erweiterung, ob man die im gleichen Speicherbereich speichert wie die Allokationen selber oder ob man die in einem extra Speicherbereich speichert. Da gibt es tatsächlich einen Use Case für. Zum Beispiel, wenn man GPU-Programmierung macht. Auf Vulkan zum Beispiel wird der GPU-Speicher muss manuell verwaltet werden. GPU-Speicher hat die lustige Eigenschaft, dass man den zwar schreiben kann, aber nicht lesen kann. Also man kann ihn schon irgendwie lesen, aber das ist irrsinnig aufwendig und teuer und das will man eigentlich nicht. Das heißt, wenn man da einen Allocator implementiert, dann will man eigentlich die Hilfsdatenstrukturen im Systemspeicher vorhalten. Den Speicher, den man aber verwaltet, der ist GPU-Speicher. Das heißt, die beiden sind getrennt. Und wenn man jetzt eine Allocator-Implementierung hat, die jetzt einfach davon ausgeht, das ist alles RAM, das ist alles dasselbe und wir interleaven das jetzt einfach im selben Speicherbereich, dann funktioniert das da nicht.
Das heißt, für so einen Fall müsste man dann halt auch entsprechende Implementierungen verwenden, die das unterstützen. Genau, und dann nicht vergessen, der globale Allocator ist ziemlich gut. Wie gesagt, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was in meinem Programm passiert in Sachen Speicher, dann ist der globale Allocator wahrscheinlich somit das Beste, was ich haben kann. Und wenn ich den ersetze durch einen lokalen Allocator, dann verliere ich auch eine ganze Menge Sachen. Zum Beispiel diese ganzen Kernel Security Features, Address Space Layout Randomization, weiß nicht, wer das kennt, da geht es darum, dass irgendwie der bei verschiedenen Programmabläufen die Pointer, die der Allocator zurückliefert, dass die irgendwie randomisiert werden. Damit, wenn jetzt irgendwie ein Hacker versucht, da irgendwie mit Buffer Overflows irgendwas zu überschreiben, dass der nicht genau weiß, wo im Speicher er sich gerade befindet. Das heißt, der Kernel randomisiert da das Speicherlayout von meinem Programm. Wenn ich den lokalen Allocator habe, irgendwie wie den Monotonic Allocator, der komplett deterministisch ist, und dann ein Angreifer da eine Lücke findet, dann weiß er immer genau, ah ja, hier ist der Buffer Overflow, da irgendwie 42 Bytes nach rechts und da liegt der Private Key im Speicher. Also dann ein bisschen aufpassen, das ist da vielleicht nicht die schlauste Idee, das für sowas einen Custom Allocator zu verwenden. Genauso irgendwie Secure Arrays beim Betriebssystemallokator ist es halt so, dass unter Umständen zum Beispiel der freigegebene Speicher automatisch gelöscht wird. Das verliere ich halt unter Umständen auch bei so einem Allocator. Also da muss man sich halt sehr genau anschauen, was man da aufgibt. Debugging und Profiling ist auch ein Problem. Es gibt sehr gute Tools und es gibt irrsinnig viele Tools, die irgendwie auf Memory Safety und Memory Leaks und diese ganzen Sachen testen. Die haben aber alle keine Ahnung davon, wie euer Local Allocator funktioniert. Das heißt, wenn ich da irgendwie einen Zugriffsfehler habe, der aber nicht aus dieser Arena, aus diesem lokalen Speicherbereich rausläuft, dann sieht das Tool den nicht. Ich bin ja zwar aus meinem Buffer rausgelaufen, aber das Tool sieht ja nur die Arena, die das Programm sich vom Kernel geholt hat. Und wo da die Grenzen sind, die der lokale Allocator abgesteckt hat, das sieht das Tool ja nicht. Genauso, wenn ich irgendwie Memory Leaks habe, Valgrind wahrscheinlich wird das nicht finden. Ja, also da seid ihr dann für verantwortlich, dass ihr das diagnostizieren könnt. In Windows gibt es auch diese Debug Runtime, die dann auch alle möglichen Geschichten macht für Memory Safety, was extrem nützlich ist, um Bugs zu finden. Das funktioniert auch alles sehr viel schlechter, wenn ich das manuell mache. Und dann gibt es so ganz abgefahrene Sachen, von denen ihr noch nicht mal wisst, wahrscheinlich, dass die, also ich wusste es lange nicht, wie Cache Coloring. Das ist jetzt nichts, was man verliert, wenn man auf den lokalen Allocator geht. Naja, in ein paar Fällen kann man vielleicht reinlaufen, wo es einem wehtut. Der Kernel Allocator hat Heuristiken drin, dass er sich anschaut, wie der virtuelle Adressraum auf den physikalischen Adressraum gemappt wird und dann die Speicherzellen so rausgibt, dass das physikalische Mapping ein möglichst gutes Cache-Verhalten hat. Das ist was für euren Allocator komplett unsichtbar ist, weil ihr niemals die physikalischen Adressen seht. Ihr seht ja nur die virtuellen Adressen. Das heißt, ihr könnt unmöglich den System-Allocator schlagen. Das geht einfach nicht. Also es gibt da wirklich Concerns, wo der besser ist. Und normal, diese lokalen Allocator, das ist kein Free Lunch. Ja. Das funktioniert dann, wenn ich genau weiß, was in meinem Programm vorgeht, und genau weiß, okay, die Implementierung, die ich jetzt hier habe, das ist genau der Fit für das Problem. Das ist aber keine Universallösung, die das einfach magisch schneller macht. So, dann zusammenfassend. Es gibt nicht den perfekten Allocator. Ihr könnt für jeden Allocator könnt ihr einen pathologischen Fall mindestens finden, wo der komplett versagt und ganz furchtbare Dinge tut. Der globale Allocator, das Global New and Delete, für den generischen Fall, wenn ich keine Ahnung habe, was passiert, ist der ziemlich gut. Aber wenn ich einen Spezialfall habe, dann kann ich eben auch mit einer Spezialimplementierung den schlagen. Und zwar deutlich schlagen. Da gibt es wieder
habe ich hier verlinkt, einen Talk von John Lakers. Da gibt es auch einen WG21-Paper dazu, wo die sehr ausführliche Benchmarks gemacht haben, was da Performance-Gewinne sind, die es halt in Real-World-Code geben kann. Die haben sich da sehr viel Mühe gemacht und das Paper war am Ende auch der Ausschlag, warum das Ganze dann im Standard gelandet ist. Das Komitee war da sehr skeptisch am Anfang, ob man das wirklich haben will, weil es doch weitreichende Änderungen sind in der Standardbibliothek. Aber das Paper hat eben gezeigt, dass die Performance-Gewinne zum Teil so drastisch sind, dass man das wirklich haben will in der Standardbibliothek. Der C++-Support für Allocator jetzt in der Bibliothek ist sehr gut. Das ist auch ein sehr guter Building-Block, um das irgendwie in der eigenen Bibliothek zu integrieren. Die Terminologie ist ein bisschen schräg wegen dieser historischen Quirks, aber das kann man schon hernehmen, das ist schon echt gut. Genau, dann haben wir gesehen, unterschiedliche Bibliotheken haben da unterschiedliche Konzepte, unterschiedliche Interfaces, aber mit ein bisschen Tinkering und Klebeband kriegt man das schon alles aufeinander gemappt. Das ist alles kein Beinbruch. Ja, und dann hier nochmal, um es nochmal deutlich zu machen, wenn ihr sowas einsetzen wollt, nehmt euch die Zeit, setzt euch hin, analysiert, was passiert da in dem Programm, dann funktioniert das auch, aber bitte, das ist kein magischer Hammer. Man muss schon noch verstehen, was da passiert. Und das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Ja, also in 98 war es wirklich furchtbar, weil die halt, genau, da ging es einfach nicht. Also das ging schon, wenn man extrem schmerzresistent war, aber also eigentlich ging es nicht. Ja. In 11 geht es alles, es ist aber nicht, also es ist knifflig. Man muss sich da ein bisschen einlesen und... Genau, also ich habe halt jetzt nicht gezeigt, wie dieser Polymorphic Allocator innen drin aussieht. Also dieses Interface ist, das ist schon, wenn man es einmal verstanden hat, ist es ziemlich straightforward, aber am Anfang ist es schon, das ist ja komisch. Ja. Und jetzt mit 17 ist es ziemlich einfach. Also wo das immer noch weh tut, ist, also wo es in 11 extrem weh getan hat, ist das, dieser Allocator Typ, ja, der taucht ja überall auf dem Interface auf. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Vektor auf Int habe, die unterschiedliche Allokatoren benutzen, dann sind das unterschiedliche Typen. Und je nachdem, was für eine Standardbibliothek-Implementierung habe, sind dann noch nicht mal die Iteratoren zwischen denen kompatibel. Die sind halt komplett voneinander unterschiedlich. Das heißt, im Prinzip, damit ich da halbwegs gescheit Code schreiben kann, muss ich alles als Template machen. Und das ist halt grauenhaft. Mit den 17, mit den PMA-Allocatoren ist das ein bisschen entschärfter. Dann habe ich nur noch zwei Versionen. Ich habe halt entweder gar keinen Allocator-Support oder PMA-Allocator-Support. Und das ist es dann. Genau. Und das wird dann halt deutlich einfacher. Und wenn man sich jetzt diesen Allocator-Aware-Talk von John Lakers anschaut, dann er sagt halt, eigentlich will man das noch einfacher haben, weil was diese PMA-Sachen ja machen, das ist ja eigentlich so mechanisch, diese Transformation, die da nötig ist. Das könnte man eigentlich auch über Language Support lösen. Da ist aber noch nicht klar, ob das Komitee das mitgeht, den Schritt. Genau, ja. Oder dass man es halt über eine Calling Convention irgendwie löst oder so. Das ist aber sehr ferne Zukunftsmusik. Also ich würde sagen, mit den 17er Allocatoren ist es schon so, dass das gut benutzbar ist. Und also auch die Auswirkungen auf den Code an Änderungen, das ist zumutbar. Ja. Es ist halt immer noch nicht ganz umsonst, aber das tut auch nicht furchtbar weh. Ja. Es ist insofern vergleichbar, dass es beides mal darum geht, Speicher aufzuteilen, aber die Concerns, die der Kernel hat, sind deutlich anders. Also am Ende das Grundproblem ist das gleiche, aber so die Constraints, die wesentlich dafür sind, um die Qualität der Implementierung zu beurteilen, die sind zum Teil sehr unterschiedlich. Also wie zum Beispiel das Cache-Coloring-Example, das ist halt was für den Kernel extrem wichtig ist, was für den User-Space überhaupt keine Rolle spielt. Und insofern, wenn man sich die Literatur anguckt,
dann sind eigentlich, also sind typischerweise sind die Kernel Allocator Algorithmen, das sind komplett andere Paper als die User Space Allocatron. Also das ist schon, da hat man sich schon so weit spezialisiert, dass man eigentlich sagen kann, da gibt es sehr wenig Überlapp mittlerweile. Und dann ist halt beim Kernel oft auch so, dass der die Vielfalt der Datenstrukturen im Kernel ist sehr reduziert. Das heißt, der Kernel kann da auch sehr oft dann wirklich sagen, dass also insbesondere was jetzt interne Datenstrukturen im Kernel sind, dass er da schon irgendwelche Spezialtricks für macht. Aber was jetzt wirklich die User-Facing-Dinger sind, was irgendwie bei einem M-Map oder bei einem S-Break passiert, das sind halt Spezialalgorithmen und die sind, ja, ich würde sagen, die sind schon relativ weit weg von dem, was im User-Space heute passiert. Ja. Also wir haben sie tatsächlich eingesetzt, im Echtzeit-Kontext. Also traditionell, was du halt machst, wenn du ein Echtzeitsystem baust, was die meisten Leute machen, die sagen einfach, dynamischer Speicher ist böse und wir machen aber alles statisch. Alles statische Buffer ist alles genau festgelegt, wunderbar. Und es skaliert auch bis zu einer gewissen Größe ganz gut. Aber du läufst halt immer mal wieder in Situationen rein, wo es halt wirklich nicht schön ist. Und es ist halt immer ein Trade-off, ja, diese lokalen Allocators. Ich habe ja gesagt, man muss da auch sehr genau hinschauen, irgendwie, was macht das Programm, muss das auch verstehen. Das ist natürlich nicht umsonst. Oft ist es einfacher, dann einfach zu sagen, ja, wir machen einfach alles statisch. Aber in vielen Fällen kann es sich halt auszahlen, sich dann ein bisschen Dynamik zurückzuholen. Und wenn du dann halt zum Beispiel Echtzeitanforderungen hast, dann kannst du das nicht über eine malloc-Implementierung machen. Und dann ist das eine Lösung, wie du es einsetzen kannst. Ja. Das Problem ist halt immer, dass im Standard was zu ändern, was schon drinsteht, ist halt wahnsinnig schwer. Weil du willst natürlich, also du darfst ja eigentlich keinen existierenden Code kaputt machen. Und das hier ist halt so eine Stelle, wo du ziemlich sicher Code kaputt machen müsstest für. Und deswegen haben wir halt jetzt die etwas merkwürdige Terminologie. Aber ja, ich glaube, es geht noch, weil also Memory Resource ist als Name jetzt nicht so furchtbar. Da kann man sich schon ungefähr vorstellen, was passiert. Und wenn man PMA verwendet, dann kommt man an dem Wort Allocator eigentlich nicht mehr vorbei. Also das taucht kaum noch auf. Und dann geht es eigentlich. Aber ja, es ist ein bisschen unglücklich, das denn. Genau, die musst du, ja. So ist es, ja. Okay. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.